Viel zu lange musstet ihr warten, meine lieben Freunde, dass das Spiel endlich weitergeht. Es tut mir wirklich unendlich leid, dass ihr auf Folge 5 nun mehr fast, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich habe verstreichen lassen. Auf jeden Fall begrüße ich euch in diesem Sinne jetzt recht herzlich zurück hier bei Tsutsuriku no Tenchi. Wir sind wieder hier in diesem schönen OP-Saal, wo ja hier zu unseren Füßen der tote Dr. Danny hier liegt, ja? Den hat ja der andere Massenmörder, der Zack, hat ihn ja hier kurz und klein gehauen. Das liegt da, in seiner Blutlache. Und sie sagt, die Augen von, oder beziehungsweise die Pupillen vom Doktor, sie sind geschlossen und ich sehe nichts mehr. Oh, das ist auch besser so, denn der sah ja schon ganz schön verrückt aus, der gute Dr. Danny. Und ja, jetzt sind wir hier in irgendeiner Etage ganz tief irgendwo im Grunde und müssen weiterkommen. Am besten weiter hoch, um hier aus diesem Gefängnis zu entschwinden. Und wo es lang geht, weiß ich gerade gar nicht mehr, weil wirklich so lange hier die Zeit verstrichen ist. Und ja, wie heißt auf jeden Fall Ray? Rachel Gardner. Und hoffentlich überlebt die Rachel. Deshalb, um Gottes Willen, das fängt ja schon richtig gut an hier. Da zerbricht irgendwas, irgendwas liegt in Scherben. Sie wundert sich nur was mit ihrem toten Blick. Also wirklich, Emotionen zeigt sie nicht. Ah, okay. Und hier war ja so eine Scheibe, ja? So eine Glaswand, die uns den Weg versperrt hat. Jetzt können wir durch. Oh. Okay. Und ja, die Glaswand wurde zerstört. Wer mag das gewesen sein? Ich vermute der gute Zack, der dort rumbleibt. Ist es gut, wenn wir da jetzt hingehen? Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Aber ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, als zu gehen. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Oh. Tja, verdammte Scheiße, es öffnet nicht. Hallo, darf ich dir helfen? Oh, egal, wie oft ich dagegen schlage, ich kann's nicht zerstören. Das Tor. Was soll ich nur machen? Ja, kann ich dir nicht helfen? Ich mach das auf. Was ist los? Was willst du hier? Warum bist du hier? Wie kannst du es wagen, dich mir gegenüberzustellen hier, hä? Huh? Oh. Er zieht dir seine Sense und ich erinnere mich, ja, er hat uns ja am Ende der letzten Folge nicht getötet, weil wir ihm zu wenig Angst offenbart haben, ja? Er scheint anscheinend wirklich nur auf die Leute abgesehen zu haben, die ihm Angst zeigen, ja? Die Angst vor ihm haben. Aber ihr guckt euch unseren Blick an. Rachel ist da ganz gechillt und sagt, naja, ich hab ne Bitte. Was? Du hast ne Bitte? Ja, ich hab ne Bitte. Töte mich bitte. Was, töte mich bitte? Dann wäre das Spiel doch zu Ende, Rachel. Das wäre aber nicht sehr klug geregelt hier. Oh, das ist, ich glaube, das schockiert selbst den guten Se- Oh, was? Hat er uns gerade angefurzt? Was war das für ein Geräusch? Auf jeden Fall sagt er, oh, er hat gekotzt. Oh, widerlich. Oh, bitte mich nicht solche ekligen Sachen. Kotzt hier einen ab. Widerlich, ey. Ich habe jetzt keine Zeit, mich um solche elendigen Leute wie dich zu kümmern, die solche kranken Wünsche hier mir offenbaren, ja? Soll das? Oh, ehrlich, ey. Wenn ich hier Zeit hätte, mir solche dummen Scheiße anzuhören, die du da von dir gibst, ja? Dann wäre hier sonst was. Ne? Also die Zeit haben wir nicht. Okay, verstanden. Das schürt sein Missmut und bringt ihn dazu, einfach hin und her zu laufen. Ich glaube, er ist vollkommen verrückt geworden. Und hat hier... Es ist schmutzig, ekelerregend. So nur weiße Kotze. Was hat denn der gegessen, dass er weiß kotzt, ja? Leim, Kleister, oder was ist das? Da hat er ganz viel Eiweiß gegessen. Verdammte Scheiße. Oh, keine Ahnung, wie man das Teil hier öffnet. Sowas beherrsche ich nicht, ja? Ich bin schlecht in solchen technischen Dingen. Wie das Öffnen von solchen Shutterdoors, ja? Okay, gut, dann kümmern wir uns halt rum, Zack. Okay, er beklagt sich nur und wir müssen mal gucken. Ja, die Tür des Fahrstuhls lässt sich nicht öffnen. Also dann, Rachel, wir müssen hier irgendwas tun. Mit einem Affengeschwindigkeit schreiten wir hier durch die Klinik und gucken erstmal hier nochmal. Oben, vielleicht gibt's hier irgendwo einen Mechanismus, um das zu öffnen. Dr. Danny? Oh, wir können hier seine Taschen begrapschen. Lass mal hier schön an die Brüste. Ah, oh, Dr. Danny. Meine Güte. Der hat einen weichen Torso. Und wir haben einen Schlüssel erhalten. Was ist das für ein Schlüssel? Das will ich wissen und gucke in mein Inventar. Und da ist er. Ah, der Schlüssel für den Wartungsraum für den Fahrstuhl.
Das steht zumindest auf dem Schlüssel geschrieben. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der ist, dieser Raum. Und ich glaube, das war ja nicht hier. Hinten an war das medizinische Labor mit diesen verschiedenen Augenbehältern und sowas, ne? Ja, ja. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. Hoffentlich, liebe Leute. Oder erinnert ihr euch nicht? Dann müsst ihr ganz schnell die letzten Folgen nochmal nachgucken. Wobei, ach, bleibt dabei. Wir spielen das jetzt und dann geht das schon. Es sind die Augen. Und sie sind alle blau. Ja, sehr schön. Der hat ja so ein Fable für blaue Augen gehabt, der Dr. Danny. Oh! Fuck, hat er uns gerade angeguckt? Hast du uns gerade angeguckt noch? Lebt er noch? Der Typ lebt noch. Der lebt noch. Habt ihr doch gesehen, der hat uns doch mal angeschielt, ja? Hat uns doch so einen flüchtigen Blick hinterhergeworfen. Schön auf unser pralles Gesäß geblickt. Bevor wir gegangen sind. Ah, okay. Hier haben sie die Patienten festgehalten. Fast schon wie so ein Zuchthaus. Meine Güte. Wo ist nur dieser Wartungsraum? Ich kann mich jetzt auch beim besten Willen nicht mehr erinnern, wo wir überhaupt überall gewesen waren. Ah, okay, hier scheint es abgeschlossen zu sein. Und ja, vielleicht können wir jetzt den Schlüssel benutzen, den wir beim Doktor in der Tasche gefunden haben. Das probieren wir doch direkt mal aus. Zack. Und ja, die Tür hat sich geöffnet. Wir können rein. Und dort ist ein Schalter oder irgend so eine Schalttafel an der Wand zumindest und Kameras. Ich glaube, wir speichern am besten hier nochmal. Und schauen dann ganz behende. Lugen wir um die Ecke? Wer beobachtet uns da? Warum sind da Kameras auf uns gerichtet? Nun, das ist nun auf jeden Fall der Öffnungsschalter hier für den Fahrstuhl. Da steht da zumindest dran geschrieben und deshalb sollen wir ihn etwa umlegen. Natürlich. Auch selbstverständlich. Und da hat sich doch irgendwas bewegt. Okay. Dann gehen wir ganz schnell. Boah, ich muss auch raus aus dieser Augenklinik, ja. Das ist ja echt kein schöner Ort, um hier zu entspannen. Nee, nee. So, Zack. Klappt das Ding hier? Geh die Klappe auf. Hä? Warst du das, der den Fahrstuhl geöffnet hat? Ja. Genau. Du also. Du hast doch vorhin gesagt, dass du willst, dass ich dich töte, oder? Ja, hab ich gesagt. Du musst ziemlich dumm sein, ja? Oh Mann, ey. Okay. Hilfst du mir, hier rauszukommen? Also, okay. Also, wenn du es schaffst, mich hier rauszubringen, ja, und wir gemeinsam hier lebendig rauskommen, ja, dann bist du bestimmt auch ein bisschen anders gelaunt und kannst mir hier ein anderes Gesicht präsentieren, ja? Und wenn das so ist, dann werde ich dich, dann werde ich dich töten. Okay? Wirklich? Ja, wenn du jetzt dein Bestes gibst und es hier rausbringst, dann mache ich das. Verstanden. Also dann, lass uns ganz schnell von dir verschwinden. Oha. Saku! Isaac Foster. Gehört ihr zu einem Team, oder was? Tatsächlich! Der einmalige Massenmörder mit seiner Sense gehört jetzt zu uns? Ist er in unserem Team? Ja, da speichere ich erstmal drauf, ja? Also das muss man festhalten für die Ewigkeit. Meine Güte, können wir die Kotze mitnehmen? Können uns gleich mit einreiben, ist glaube ich gut für die Haut. Aber nein, verschmähen sie. Auf jeden Fall sagt er, hey! Und jetzt hör mal auf, ey. Sei nicht so, als wärst du total ungeschickt, ja? Also wir müssen jetzt hier weiterkommen. Also wenn ich Leute sehe, die glücklich sind, ja? Die sich freuen und Angst vor mir haben, die bringe ich sofort um. Doch du. Na, du. Verstanden. Wir sehen wahrscheinlich zu emotionslos aus, ja? Aber bei deinen toten Augen, da musst du dir eigentlich gar keine Gedanken machen, dass ich dich töten will. Ja, sowas töte ich nicht. Ja, dann geh mal schnell in mich rein. Du brauchst mich ja jetzt auch noch nicht töten. Wir müssen erstmal rauskommen, ja? Getötet werden können wir auch später noch. Das ist Etage B4. Oh, dieser Ort, mir ist so viel kalt. Wo sind wir gelandet? Wir sind erst im Basement Ebene 4. Was ist das denn?
Wir müssen uns beeilen. Hey, komm. Tatsächlich. B4 steht geschrieben. Was ist denn das da im Wasser? Taucht etwa jemand? Dort hinten? Da ist doch irgendwas im Wasser. Hm, was los? Was ist denn das? Ja, keine Ahnung. Das weißt du also auch nicht. Ja, woher soll ich das dann wissen? Ach so. Ah, es bringt nichts, dass wir da jetzt hingucken, wenn wir eh nicht wissen, was das da ist im Wasser. Also, lass uns gehen. Was mag das für ein Areal jetzt sein, frage ich mich. Also, die erste Etage war ja so eine Art Stadt, ne? Das war mal, wo Zack uns verfolgt hat. Dann kam die Augenklinik. Das hier scheint so eine Art Park zu sein oder sowas. Mit schön gelegten Pflasterboden. Grabsteine. Ein Friedhof. Diese Etage ist ein Friedhof. Okay. Gar nicht mal so ungemütlich. Gräber. Es riecht hier auch so nach Erde. Wollen wir mal hier was ausgraben? Ist mir egal. Oh, ey, du bist echt langweilig. Wir wollen doch jetzt hier keine Gräber schänden, oder? Auf jeden Fall liegt hier eine Spitzhacke, die mit Dreck beschmutzt ist, mit Erde befleckt ist. Da ist ein Loch. Ein einfaches Loch hier im Boden. Ein Grab. Möchtest du da unbedingt rein? Müsstest du unbedingt sterben? Ja, aber irgendwie jetzt gerade hier nicht so, ne? Das Loch ist ja schon gemacht, ja? Sehr langweilig, da will ich ja nicht rein. Oh, da blinkt was. Dort drin ist irgendwie irgendwas, irgendein Licht. Kann man dort sehen? Wollen wir unsere Hand reingreifen oder nicht? Also die Arm lang machen. Machen wir einfach mal, ja? Vielleicht kriegen wir was Schönes. Was machst du da? Fragt Zack. Ah, was zur Hölle? Ich krieg's nicht. Ah, was soll das? So macht man das. Aber da drinnen. Oh, jetzt sind die Beine ausgerutscht da. Was? Ach, okay, gut. Jetzt haben wir einen Schlüssel gekriegt. Und hier häuft sich Erde, die aus dem Loch hier ausgehoben wurde. Okay, was sind das für ein Schlüssel, den wir gekriegt haben? Ah, der Schlüssel für das Lagerzimmer. Ein Lager ist hier also. Ist das da oben? Ach so, das ist also die Friedhofsebene 2. Steht denn da geschrieben? Wer ist denn hier bestattet? Okay, das sind also Grabsteine, wo Namen eingefräst wurden, das ist uns klar. Haben wir nicht irgendwas anderes geboten hier? Hier, guck mal, hier sprießen aber wesentlich hier schön saftig grün die Pflanzen, ja? Die kleinen Sprösslinge. Weil der Leichen, der nährt ja hier schön den Boden. Also, ist schon ein schönes Paradies hier. Ja? Da können Pflanzen wenigstens noch frei leben. So, auf jeden Fall das Grab einer unreinen Persönlichkeit. Eine erbärmliche Person, die nicht mal mehr einen Wunsch an Engel und sowas errichten kann. Warte also drauf, dass du von Erde bedeckt wirst, also eingegraben wirst, in den Boden versinkst und dann gereinigt wirst. Muntere Worte stehen dort eingemeißelt in Stein. So, diese Tür ist verschlossen. Okay, was steht da? Okay, Friedhofsebene 1. Was ist denn hier? Rechts haben wir auch noch eine Tür. Ah, das ist jetzt der Lagerraum. Da können wir dann wahrscheinlich auch rein. Das machen wir auch schon gleich. Schließen wir auf und der passt sogar. Der passt richtig rein. Der rutscht schon ins Loch. Oh, und da haben wir einen Raum, der anscheinend kalt ist. Denn Zack sagt, hey, das ist ziemlich kühl hier drin. Ich habe auch das Gefühl, dass hier Wasser fließt irgendwo. Und es riecht nach Medizin, nach Medikamenten irgendwie. Boah, ich habe echt keinen Bock, so lange in diesem Raum zu sein, ja? Also bitte, ey, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt schnell rauskommen. Okay, aber vorher speichern wir erstmal, liebe Leute. Und in diesem Sinne, hier in diesem Medikamentenraum,
höre ich erstmal auf. Das ist ein bisschen kürzere Folge, aber man muss sich das ja portionsweise wiedergeben, ja? Wie so eine kleine Injektion. Immer nur ganz kleine Portionen, ganz kleine Dosis, liebe Leute. Und dann geht das schon. Auf jeden Fall, wir sehen uns hier wieder in der nächsten Folge in diesem Raum. Und sie hat recht, es ist Wasser und dort im Wasser sind Schatten. Ich weiß nicht, wer uns erwartet. Ich nehme aber mal an, irgendein böser Killer oder so wird auch hier auf uns lauern. Auf jeden Fall geht es in der nächsten Folge weiter und die kommt zugleich. Also ihr braucht nicht lange warten, keine Angst. Guckt morgen, übermorgen, da ist die nächste Folge online. Und bis dahin wünsche ich mir nur eins von euch. Bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.